Das Berliner Sechstagerennen auf TV Berlin wird Ihnen präsentiert von Speedfit, der schnellste Weg zur Topfigur. Jetzt ab 9,90 Euro pro Woche. Mehr Informationen unter speed.fit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem neuen TV Berlin Spezial von dem Berlin Six Day hier im Velodrom. Es freut mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Wir informieren Sie hier vom Berliner Sechstagerennen. Und als erstes geht es natürlich klar sportlich hier im Programm weiter, denn mein Kollege Jan-Olaf Starkholder stellt Ihnen einmal die Sprinter Max Levy und Robert Förstemann genauer vor. Ihre Geschwindigkeit ist so hoch, dass man manchmal sogar zweimal hinschauen muss. Ihre Oberschenkel sind gefühlt nicht von dieser Welt und das Teilnehmerfeld der Sprinter bei diesen Six Days ist wieder einmal außergewöhnlich. Ja, also von den Namen her sieht man, es ist ein bombastisches Teilnehmerfeld. Von der Stärke her, es ist nicht ganz so tolles Schnellfahrwetter gewesen, heute ist relativ kühl in der Halle. Dementsprechend waren die Zeiten zwar nicht überragend, aber man sieht, wie eng alle beieinander waren, was das für eine tolle Qualität ist. Wir werden sehen, was die nächsten Tage passiert. Ich weiß jetzt, wo ich stehe und ich bin schon optimistisch, dass da noch mehr drin ist. Nicht ganz zufrieden ist Robert Förstemann mit seinem ersten Aufgalopp im Velodrom. Ein wenig mehr soll es am Ende sein, was er seinem Publikum noch bieten will. Man braucht sich in der Halle nur umschauen, was hier für ein Publikum ist, was für eine Stimmung hier drin ist, gerade bei den Sprintern, das ist bombastisch. Jetzt legt hier, wenn wir Rennen fahren, auch noch DJ Comic Musik auf. Das ist einfach nur unheimlich toll und da ist die Motivation eigentlich ein Selbstläufer. Und wie immer wird Maximilian Levy ein Konkurrent sein, mit dem sich der Mann mit den größten Oberschenkeln am Ende um den Gesamtsieg streiten wird. Zum Glück. Das klingt vielleicht relativ komisch, aber ich bin sogar froh, nachdem man ja vor 10 Tagen oder 11 Tagen sein Schlüsselbein gebrochen hat und man nicht genau wusste, ob er mitfährt oder nicht, dass wir uns hier tatsächlich wieder messen können. Ich meine, es gibt nichts Langweiligeres, als unangefochten irgendwo vorne rumzufahren, weil selbst da ist das Publikum gelangweilt und man als Sportler auch. Es ist viel toller, wenn man wirklich Kopf an Kopf hier um die Wette fahren kann und dieses Jahr, wir waren jetzt halbes Zehntel, 500stel auseinander auf 250 Meter. Das ist sensationell und das verspricht Spannung bis zum Schluss. Und eben dieser Maximilian Levy hat sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Am 7. Januar diesen Jahres brach sich der Sprinter bei einem Sturz in Frankfurt oder das Schlüsselbein. Und am ersten Abend des Sechstagerenns raste der 29-Jährige auf Anhieb zum Sieg beim ersten Ausscheidungssprint. Und dies mit fast 70 km/h. Hat alles gehalten, ich bin die Runde relativ gut rumgekommen. Ist halt auch so, wenn man nach einer langen Zeit wieder auf dieser Bahn ist, muss man sich erst mal ein bisschen dran gewöhnen. Und sicherlich ist der Ablauf, wie ich fahren kann, noch verbesserungswürdig, aber für den ersten Tag unter 13 Sekunden, also ja, mehr kann man eigentlich nicht verlangen. Eine Neuerung bei diesen Six Days ist im Übrigen, dass die Fahrer noch ein Stück anfassbarer sind. Ich denke, das passt schon so vom Abstand und von der Nähe. Also man kann was sehen, ohne dass jeder sich auf mich stürzen kann. Ich muss immer ein bisschen aufpassen bei den Schulterklopfern, dass die dann nicht bei einem höheren Pegel dann tatsächlich klopfen. Wenn Maximilian Levy am Ende wieder ganz oben stehen will, wird er auf dem Weg dahin mit Sicherheit noch den einen oder anderen Schulterklopfer erhalten. Vielleicht erheben die Fans aber auch einfach ihre Gläser und stoßen auf die Gesundheit des Sprinters an. Ja, liebe Zuschauer, ich darf Ihnen vorstellen, Carli König, den haben wir nämlich uns mal als Sportexperten hier rangeholt. Hallo erstmal, Carli König. Du bist ja ehemaliger Radrennprofi und du kennst die Halle hier wie aus deiner Westentasche. Erstmal, wie begeistert bist du über das Event hier? Naja, wir haben ja hier einen neuen Veranstalter. Ich muss sagen, bis jetzt, was sie auf die Beine gestellt haben, sehr, sehr schön und sehr stark. Schönes Fahrerfeld am Start. Wie gesagt, es war meine Heimhalle. Ich habe hier trainiert. Ich habe hier selber 6 Tage gefahren. Und ja, es ist schön, hier zu sein und zu sehen, wie die anderen hier Vollgas geben. Nun wollen wir mal ein bisschen sportlich werden. Aus deiner Sicht, wie hat sich das Rennen bislang gestaltet? Naja, ich muss sagen, hier mit unseren Favoriten Marcel Kaltz und Leif Lamparter ist natürlich heute schade, dass der Marcel Kaltz neutralisiert ist aufgrund Sitzprobleme. Aber ich denke, dass die hier ein super Fahrerfeld zusammengestellt haben und dass wir hier Weltklasse Radsport sehen werden.
Vielleicht müssen wir dem Zuschauer mal ganz kurz erklären, kann man das überhaupt in wenigen Sätzen, wie so ein Sechstagerennen funktioniert in den Wettbewerben? Gerade wenn wir hören, da fällt jemand aus wegen Sitzproblemen. Naja, es ist halt so, es gibt ja am Abend immer zwei entscheidende Rennen. Das sind die kleine Jagd und die große Jagd, wo es wirklich um zweier Mannschaft geht. Und da werden die Punkte verteilt. Da gibt es kleine Rennen, die nicht ganz so entscheidend sind. Und so ein paar wie heute mit Marcel Kaltz und Leif Bantabata, wenn die quasi neutralisiert werden, dann können sie morgen wieder mit ihrer selben Punktzahl einsteigen und können wieder um Sieg mitfahren. Ah ja. Okay, und was meinst du so generell? Wie wird sich das Sechstagerennen jetzt entwickeln? Wo sind deine Favoriten? Wo sagst du, das könnte auf Sieg rauslaufen? Na, ich sag mal, wir haben hier halt ein sehr starkes Feld mit unseren Holländern, Belgiern und unseren Dänen mit Mörkow. Ich bin halt mal gespannt jetzt die Tage. Ich denke mal, ich gebe am dritten oder vierten Tag mein Statement, wo ich sage, da könnte einer zum Siegfahrer werden. Momentan ist es noch ein bisschen wackelig, weil halt noch jeder sehr gut drauf ist und motiviert ist. Vielen Dank erstmal, Kali König. Wir sehen uns natürlich im Verlauf dieses Sechstagerennens nochmal wieder. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir gucken jetzt einfach mal in die Stimmung hier, denn Kali König hat es ja angedeutet. Die Stimmung, Sie hören es auch, ist enorm. Neben mir steht jetzt Christian Gebler, Staatssekretär, seit neuestem zuständig für Sport. Hallo erstmal, Herr Gebler. Hallo. Wie gefällt Ihnen das neue Sechstagerennen? Super, ich gebe zu, ich war noch nie live hier und das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis. Das heißt, Sie haben gar keine Vergleichsmöglichkeit? Nein, habe ich nicht. Wir sind bisher nur aus dem Fernsehen, aber nicht live in der Halle. Da sehen Sie, jetzt sind Sie schon im Fernsehen hier bei TV Berlin. Herr Gebler, ich will was fragen zum Stichwort Radrennsport. Wie wichtig ist diese Sportart für Berlin? Na, erstmal gehört das ja zur Tradition in Berlin, der Sportveranstaltung. Und dann ist Radsport eben auch etwas, was in Berlin immer gepflegt worden ist, sowohl in der Halle als auch auf der Straße. Wir haben ja auch große Radrennen, gerade Veloton, der ja jedes Jahr stattfindet. Und deswegen hat Radsport in Berlin auch seinen Platz im Sportkalender und gehört zur Sportmetropole Berlin. Ich darf Ihnen ein Geheimnis verraten, was keins mehr ist. Das Sechstagerennen heißt jetzt Six Day Berlin. Es wird wesentlich internationaler. Die neuen Eigner planen Großes in Sachen, dieses Event international zu machen. Braucht das auch so eine Sporthauptstadt Berlin vernetzte Events, also auch marketingtechnisch? Auf jeden Fall. Wir haben das ja bei ganz vielen Veranstaltungen, dass es da international Zusammenhänge gibt, ob es jetzt der Berlin-Marathon ist oder andere. Und das gilt eben auch für so eine Veranstaltung. Die lebt auch dann von dem gegenseitigen Marketing. Und das ist für Berlin ganz wichtig, weil es natürlich auch immer für Berlin ein Marketing ist. Und deswegen muss ich dann auch so eine Veranstaltung mit dem Sechstagerennen eben als Six Days neu erfinden. Und dann eigentlich viele Fragen jetzt auf so ein Event wie hier. Mensch, Christian Gebler, jetzt für Sport zuständig. Sie sind ja, man sieht es, wenn man guckt, eigentlich recht sportlich. Sie fahren, glaube ich, immer noch jeden Tag Rad. Also haben Sie da schon originären Bezug, oder? Ja, also ich fahre regelmäßig Rad. Ich spiele aber auch selber Fußball, bin auch als Schiedsrichter beim Fußballverband tätig. Aber als Sportsekretär muss man natürlich für alle Sportarten da sein, auch für den Radsport zum Beispiel. Und das ist gerade ganz spannend, die alle auch noch kennenzulernen, zu entdecken. Vielen Dank, Christian Gebler. Bitte sehr. Danke. Liebe Zuschauer, ich darf Ihnen nun vorstellen, Johannes Eickholz von der Firma Anhäuser und Busch. Auf gut Deutsch gesagt, Becks kennt jeder. Hallo erstmal, und Becks engagiert sich das erste Mal, glaube ich, hier so massiv auf dem Berliner Sechstagerennen. Und man muss dazu sagen, es ist ein alkoholfreies Bier, ne? Absolut, alkoholfreies Bier ist auch mit dabei. Becks ist zum ersten Mal dabei beim Sechstagerennen in Berlin. Freut mich selbst sehr. Ich bin ja Verkaufsleiter hier für die Region und die Gastronomie spielt eine große Rolle in Berlin. Und besonders da natürlich auch Becks als Marke, als Bier, zum Feiern, zum Ausgehen, für Freunde treffen und natürlich Entertainment und Events. Von daher für mich eine ganz besondere Situation hier. Wie ist denn so das erste Feedback der Leute, die gesagt haben, Mensch,
verschiedene Produkte von euch erstmals hier, finden wir gut. Also wir können nicht klagen, das Feedback war durchaus positiv die ganze Zeit. Gestern waren wir natürlich schon hier, haben uns schon alles angeschaut. Und ja, die Leute sagen, es schmeckt, es ist super, wir haben eine ganz gute Range hier. Beck sowohl als Pilzbereich, aber auch Corona, das mexikanische Bier mit dabei. Und Franziskaner als Weißbier und natürlich alkoholfreie Variante. Ich kann mir gut vorstellen, die neuen Veranstalter haben ja hier viel verändert. Das Ganze wird frischer, soll auch irgendwann jünger werden. Damit seid ihr d'accord, oder? Absolut d'accord. Also wir natürlich als Brauerei haben natürlich auch immer das Ziel, das junge Publikum anzusprechen, mit der Zeit zu gehen und natürlich auch den Jungen was zu bieten. Von daher passt das eigentlich wie die Faust aufs Auge. Wie ist so die Stimmung, wenn wir DJ Tomic da hinten hören? Absolut super. DJ Tomic, einer meiner großen DJs aus der Vergangenheit, also von daher ein super Typ, legt immer gut auf, die Stimmung ist super. Ich glaube, die Geräuschkulisse macht es so ein bisschen deutlich, was hier los ist. Dann vielen Dank für den Moment und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Ja, und Prost mit dem alkoholfreien Bier, müssen wir ja sagen. Es ist auch wirklich alkoholfrei, schmeckt aber garantiert genauso lecker. Es wird laut, vielen Dank. Vielen Dank, schönes Sixpack. Liebe Zuschauer, das war unser TV Berlin Spezial für heute hier vom Berlin Six Day im Velodrom. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, morgen Abend wieder, dann mit tollen, spannenden Geschichten hier vom Berliner Sechstagerennen. Und wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder einschalten. Bis dahin. Berliner Sechstagerin auf TV Berlin wurde Ihnen präsentiert von Speedfit, der schnellste Weg zur Topfigur. Jetzt ab 9,90 € pro Woche. Mehr Informationen unter speed.fit.